Wow! Wow! Das ballert ganz schön, Alter. Die Farben! Alter, die Farben! Sag mal, hast du das Sofa bestellt? Krass, ich dachte, die Dinger wären ausgestorben. Warum wird denn jetzt alles schwarz? Was ist denn hier? Was ist denn hier kaputt? Moment. Moment. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass der drauf geht. Hey. Es gibt mal ein bisschen was wir schon kennen. Erzähl. Und wie verdient. Jo. Big Jim. Hier, ich hab deinen Schuldschein. Ich hab hier einen Schuldschein. Ah, klasse, mir sind nämlich die Filter ausgegangen. Du sollst ihn nicht rauchen, du sollst ihn dir ansehen. Der Lappen sagt doch eh nur, dass ich dem Duke ein paar Splitter schulde. Jetzt schuldest du sie mir. Du kommst hierher und machst einen auf wichtig, ey. Mach mal halblang. Gib das Elixid raus. Mehr verlange ich nicht. Na, weißt du was? Ich hab eh keine Böcke auf Streit. Hier. Genau. Du kämpfst also in der Arena. Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer. Jo, dann lass uns mal, du taugst nix, blablabla. Hatten wir schon. Ja. So, das armes Schwein eigentlich. Lass uns kämpfen. Ich vor. Komm, zumal. Da sollte. Aber für eine Revanche. Hier ein Bier. Auf einen Fisch. Nee, hier. Du schl. Hey, ich vor. Dann trink. Na schön. Du solltest dich. Alter, wenn ich jetzt was nehme. Ein Outlaw. Angst. Das Bett. Okay. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. Alter, wie gesagt, ich will nicht. Das ist schon eine arme Wurst und das muss nicht sein. Außerdem brauchen wir den noch für eine andere Quest. Oh Mann. Ach du Scheiße. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Huch. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Sorry. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. William will, dass du am Nordtor Wache hältst. Ach was, will er das? Ja. Na, wenn das so ist. Also machst du es? Warum nicht? Regelmäßige Splitter hören sich schließlich nicht schlecht an. Bis dann, Alter. Das war einfacher als gedacht. Ich kenne den Typen nicht. Oh ja. Ja, nee, ich kenne euch auch nicht. Wie kannst du das sagen? Moin. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Du bist noch kein Kämpfer des Dukes.
Also bewege ich mich nicht vom Fleck. Und wenn William dich nicht dazu ernennt, kannst du dir die Herausforderung sparen. Okay. Dann sagen William Bescheid. Meine Fresse, ich kann wirklich nicht mehr richtig reden. Hoffe mal, ich finde ihn jetzt so von alleine. Ja, hier irgendwo. Hoffe ich doch. Ja, da ist er doch. So, speichern again, weil, Ike hält am Tor Wache. Gut, hoffentlich hält er länger durch als sein Vorgänger. Ja, weil du dich darum gekümmert hast. So. Die sieht's questtechnisch aus. Oh Mann. Sag mal. Wegen der Hauptmänner. Ja, gut. Gibt eh nichts anderes. Lassen wir das. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Wer sind die Hauptmänner? Wer sind sie? Aber wir sie schon kennen. Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Vor. Und um Mad Bob. Er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner. Aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Naja. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie ihr krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Er kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Das sind keine Gerüchte. Woher willst du das bitte schön wissen? Weil er mir gesagt hat, dass er den Duke samt Anhang absetzen will. Diese miese kleine Ratte. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist. Damit er merkt, wo er hingehört. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Wenn du dich um alle Hauptmänner gekümmert hast, würde ich es in Erwägung ziehen, dich bei uns aufzunehmen. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Siehst du nicht, dass ich zu... Achso, ich dachte, ich kann ihn nur auf Blick anquatschen, aber gut. Dann kümmern wir uns nochmal um Chloe... Und dann verprügeln wir den Big Jim. Könnten wir ja schon fast den Outlaws beitreten, aber... will ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Durchgang? Genau, Durchgang. Hatte ich ja schon mal gesagt, ich... halte mir erstmal alle Möglichkeiten offen, queste ein bisschen und dann gucken wir mal. Erstmal was trinken. Genau, erstmal was trinken.
So, die Chloe war hier irgendwo. Ah, ja. Was willst du noch? Hast du noch immer nicht kapiert, dass wir beide nichts zu besprechen haben? Also tu mir einen Gefallen und verpiss dich endlich. Zieh Leine. Zieh Leine. Zieh Leine. Zieh Leine. Zieh Leine. Schade, ich dachte, ich kann ihn vermöbeln. William schickt mich. Ach nee, geh mir nicht auf den Sack. Du bist doch bestimmt hier, um den Tribut für den Duke einzutreiben, oder? Richtig erkannt. Dann kannst du gleich wieder abhauen. Ich habe keine Splitter, die ich als Tribut zahlen könnte. Wenn du betteln willst, dann schließe dich mit dem Penner Red zusammen. Hol dir die Kohle bei ihm. Er schuldet mir sowieso noch was. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Ich habe es William schon tausendmal gesagt. Ich kann nicht zahlen, ich bin pleite. Wenn du es von Red nicht eintreiben kannst, kann ich dir auch nicht helfen. So, ich muss auch wieder los. Aber Red war so freundlich und... Wir quatschen mal mit Red. Und die ist ein bisschen zickig. Zur Not lade ich nochmal und wir hauen ihr volles Fund aus Maul. In guter alter Piranha-Bites-Manier. So, Red saß hier oben irgendwo rum. Klammern hoffe ich. Hier, ne? Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Die schlechte. Die schlechte. Ah, du bist wohl jemand, der sich gerne von positiven Nachrichten überraschen lässt, mein Freund. Lass mich raten, das Leckerste auf dem Teller wird bei dir immer zum Schluss gegessen. Also gut, die schlechte Nachricht. Ich habe keine Splitter. Außer die, die du mir gegeben hast, aber das wird kaum reichen. Und was ist die gute Nachricht? Ich weiß, wo du die Splitter herbekommen kannst. Ich habe einen Plan. Mhm. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Wieso? Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Sie sagt, sie wäre pleite. Streng genommen ist sie das bestimmt. Ich würde ihr niemals unterstellen, dass sie lügt. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will, habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Ich will sie nicht bestehlen. Ich möchte sie nicht bestehlen. Tja, mein Freund, du hast aber keine andere Wahl. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Aber keine Angst, ich werde da sein und Schmiere stehen. Mal sehen, vielleicht kann ich Chloe ja in ein Gespräch verwickeln. So, dass sie dich nicht dabei bemerkt. Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier, aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Red kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Wenn wir da sind, werde ich mit Chloe reden, sodass du ungestört bist. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich anschreiben lassen will.
Das regt sie immer furchtbar auf. Ich sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Ja, das lässt sich machen. Ich kenne ja noch einen anderen Weg. Man muss sich nicht immer rechtfertigen. Ich will damit nichts zu tun haben. Was willst du, Red? Hey, warum denn so unfreundlich? Das glaube ich ja nicht. Vielleicht die... Wirklich? Wie soll das alles bloß enden? Da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Mhm. Du hast wohl gedacht, du kannst mich beklauen, was? Gib das her. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Das Schwein bringe ich um. Deine Wut kannst du dir aufheben, bis ich mit dir fertig bin. Du glaubst wohl, du kannst mich unbestraft bestehlen. Aber da hast du dich geirrt. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Wenn du glaubst, du kannst gegen mich antreten, versuch's doch. Ich kümmere mich an, das eigentlich werden. Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Lass mich erstmal erklären. Beruhige dich und lass mich erstmal erklären. Du schuldest dem Duke Splitter. Ich sorge nur dafür, dass der Duke sie bekommt. Es ist nichts Persönliches. Scheiße. Ja, ich weiß. Sagen wir 100 Splitter und wir sind quitt. Sei froh, dass ich dir keine 1000 abknöpfe. Du solltest auf das Angebot eingehen. Wer mich beklaut, muss zahlen. Ich werde nicht zahlen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass du die Wunden überlebst, die ich dir zufügen werde. Zieh deine Waffe. Wow. Alter. What the fuck? Okay, Spielladen. Na super. Was willst du, Red? Hey, warum denn so un... Das habe ich schon ganz anders gehört. Echt, ey, so eine Sau. Du hörst das nicht. So. Da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Du hast wohl gedacht, du kannst mich beklauen, was? Gib das her. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Das Ganze war Reds Idee. Wenn es seine Idee gewesen wäre, hätte er dich wohl kaum verraten, oder? Erzähl mir keinen Scheiß. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Du siehst tatsächlich ganz schön kräftig aus. Aber bestrafen muss ich dich trotzdem. In meiner Bar wirst du nichts mehr zu trinken bekommen. Und jetzt verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Moment. Red ist ein Arsch, ey. Neuer Versuch. William schickt mich. William schickt mich. Ach nee, geh mir. Du. Richtig. Dann kann. Ich habe. Wenn du bett. Hol dir die Kohle. Gib mir die Splitter, sonst hol ich sie mir. Scheiße. Ich weiß nicht, ob du es nicht verstehen willst, aber ich habe nichts. Hier. Davon habe ich genug. Ansonsten geh zu Red. Der hat ja noch einen großen Deckel offen. Okay, um die Quest kommen wir nicht rum. Gut.
Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Dann haben wir jetzt einmal ein Bier bekommen. Die Sauna. So ein Arsch. Von wegen. Dem habe ich noch Knete gegeben, ey. Ich prügel die Scheiße aus dem raus, wenn die Quest durch ist. Echt, du darfst in diesem Spiel niemandem trauen. Wirklich niemandem.